Guten Morgen, meine Freunde, herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Moving Vlogs zum neuen Studio. Und mein heutiges Ziel ist eigentlich relativ einfach, und zwar möchte ich heute die ganze technische Seite schon mal so ein bisschen vorbereiten, verpacken, gut verstauen und so weiter und so fort. Dazu zählt einerseits natürlich ganz klar der Benchmark-Bereich, Benchmark-PC, da unten die beiden PCs und natürlich dann noch der Konsolenbereich, Multimedia, TV-Gedöns, wie auch immer. Der Rest ist ja schon, wie man sieht, relativ leer. Gute Umsendung, ein paar Boxen, die brauche ich noch. Dann werde ich meinen alten PC noch verstauen und dann, ja, zu guter Letzt kommt dann eigentlich nur noch der Fernseher und Haupt-PC-Arbeitsplatz. Das muss bis zum Schluss warten, weil ich dann natürlich noch ein bisschen was machen möchte und starte ich einfach mit der PC-Ecke, Benchmark-Ecke und schaue, dass ich das Ganze da schön zusammenbekomme. Los geht's! So, der Benchmark-PC ist verpackt, genauso auch der passende Monitor dazu. Und da hat sich gezeigt, es ist sinnvoll, solche Verpackungen aufzunehmen, denn gerade bei solchen großen Geräten eine gute alternative Verpackung zu finden im Vergleich zu der originalen ist in der Regel doch recht schwierig. Da hatte ich bisher so ein bisschen Platz dafür. Und für die anderen Monitore und für die anderen PCs, da oben. So, damit sind drei PCs verstaut. Jetzt kommen wir quasi zum vierten. Und das ist schon irgendwo ein ganz eigenartiges Gefühl, das quasi zu verpacken, das gute Ding. Weil letztendlich war dieser PC der Anfang von allen hier auf YouPoop für mich. Und ein ganz eigenartiges Gefühl jetzt hier, diesen PC zu verpacken. Ich finde das Ding einfach immer noch mega geil. Schade, dass ich ihn jetzt leider ersetzen musste, aber es war halt einfach an der Zeit, weil die 4K 108 Threads für 4K nur noch bedingt gereicht haben und Zeit ist für mich ein wichtiger Faktor und hier mit den neuen, was heißt nein, neuen Prozessor, mit dem neuen alten gebrauchen X99 Prozessor habe ich eine große Zeitersparnis und naja, 2600K Z77M Power GTX 680 mit der Backplate. Ja, und wie gesagt, das Schätzchen werde ich jetzt einpacken und es ist halt einfach ein ganz eigenartiges Gefühl, den Grundstein von allem hier jetzt so zu verpacken. Und schwer ist, ne? Wie irgendwie fast jeder meiner PCs. Ein Relikt aus einer vergangenen Zeit. Hier gab es doch, oder hatte ich früher noch, so einen Festplatten-Dock mit SATA-Anschluss. Habe ich nie genutzt. Und deswegen ist hier gerade diese Docking-Abdeckung, was auch immer, abgegangen. Ja. Damit ist er drinnen. Der Grundstein von allem hier. Und gute Nacht. Und das Schöne ist, das Ding brauche ich ja nicht mal zu beschriften, weil es einfach eindeutig ist, was das ist. Ich habe da gerade was gefunden, meine Freunde. Und zwar die ersten Spiele, die ich mir damals für meinen PC, also wirklich damals gekauft habe. Beispielsweise Rally Trophy. Die Mindestvoraussetzungen waren ein PC mit 300 MHz, 64 MB Arbeitsspeicher, Windows 95, 98 ME, 2000 XP, eine 3D-Grafikkarte mit mindestens 8 MB Arbeitsspeicher und so weiter und so fort. Empfohlen war ein PC mit 650 MHz, 128 MB Arbeitsspeicher, dieselben Systeme, Betriebssysteme, dieselbe Grafikkarte, blablabla. Ein cooles Game.
aber mein PC war auch damals schon leicht unter den Mindestvoraussetzungen. Deswegen war das Ganze jetzt nicht so gut spielbar. Dann Taxi 3 Extreme Rush. Und hier hinten schon mit den übelst geilen Autos. Und da waren die Mindestvoraussetzungen schon ein bisschen höher. Beispielsweise als Prozessor 1 GHz. Dazu 256 MB Arbeitsspeicher. Eine Grafikkarte der zweiten Generation. Zum Beispiel Radeon 7500 oder GeForce 2. Und das Ganze mit 64 MB Grafikspeicher und Windows 98 2000 ME, als auch Windows XP mit DirectX 9. Wow, vielleicht fürs Museum ganz gut, aber heutzutage nee. Und das wollte ich euch einfach mal gerade nochmal präsentieren, was ich hier für Schätze noch so rumliegen habe. So, das geht schon richtig gut voran. Fast alles ist verstaut und auch richtig schön sicher verpackt. Gerade auch die PCs, die ja schon ja, recht wichtig sind für das ganze Unternehmen hier. Und wie gesagt, den Teil habe ich ja im ersten Part gemacht zu dem Movie-Vlog. Für euch ist das Tag 2, für mich ist das immer noch derselbe Tag. Aber um das Ganze jetzt hier nicht ultimativ in die Länge zu ziehen, habe ich das Ganze gesplittet auf 2 Tage. Und damit ist für euch der zweite Tag, aber für mich immer noch derselbe Tag, erfolgreich rum. Ich habe jetzt quasi die Hängeschränke, den TV-Bereich, aber auch die Aufnahmeecke komplett leergeräumt und das Ganze schon mal so weit vorbereitet, dass ich eigentlich nur noch schnappen brauche und los. Ja, das war quasi Part 2 des Moving Vlogs. Mal schauen, wie es denn in Part 3 weitergeht. Wahrscheinlich erstmal das ganze Zeug nehmen und ins Auto schleppen und dann transportieren. Ich würde sagen, das sehen wir dann in der nächsten Episode des Moving Vlogs. Und ja, ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, wisst ihr ganz genau, was zu tun ist. Und damit sehen wir uns im nächsten Vlog wieder. Ich hoffe, euch gefällt's und ja, ich bin da kein Pro drin in diesem Vlog-Style. Und na gut, sei es drum. Wir sehen uns, meine Freunde. Bis dahin eine entspannte Hardware-Zeit. Bis neulich und ciao.